hatte ich etwa vergessen, die Tür zuzumachen? Mann, bin ich doof. Oder ist die aufgebrochen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was? Ach so. Da steht doch bei jemand. Nein, steht doch keiner. Verdammt. Was gibt's? Ja, komm, wir gehen zu ihnen. Warum gehe ich zu ihnen? Schleuse, die ist irgendwie defekt. Genauso wie der Typ hier. Okay. Mein Gott, ey. Das ist so abgefuckt hier. Oh, wir haben Batterien. Das ist schon mal gut. Davon kann man nie genug brauchen. So, ich würde sagen, es geht weiter. Und diese zwei Typen, ne? Ganz ehrlich. Irgendwie machen die mir ja Schiss, ne? Oh, da soll ich rein, ne? Nee, follow the blood, haben die gesagt. Ich würde sagen, ich gehe einmal kurz hier lang. Oh, ein Ordner. Den hätte ich ja fast verpasst. Bei meinen wunderschönen Lesekünsten. So, dann, was war das? J. Murrow Corp, bla bla bla, Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Wir wissen immer noch nicht, was das ist. Schauen Sie in Murrow Corp Wartungshandbuch MMPS, fick dich doch, nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Ein anderes Mal vielleicht. Das waren jetzt sehr wichtige Informationen, nicht? Aber egal. Gut, wir wollten mal eben ganz entspannt hier. Gut, dass ich gerade nicht gesehen habe, wer da war, aber eins weiß ich. Wir gehen in die richtige Richtung, also gehen wir nochmal kurz zurück und beobachten das Ganze. Und zwar hier. Was wollten die uns hier? Ein schönes mitteilen. Ach, für die Tür brauchst du einen Sicherheitsschlüssel natürlich. Hat er sie vielleicht? Natürlich nicht. Also mussten wir da durch, um später hier durchzukommen. Ja, 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 ja. Wir gehen einfach mal eben kurz durchs Dunkle. Bis es hell wird. Es langt. Follow the blood heißt es, ja. Also müssen wir eigentlich da lang. Warte, er hat die sicher. Ich renne einfach mal. La 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 la. Okay, dann schauen wir uns hier mal. Komme durch die Duschen. So wie die anderen. Klar. Ich fühle mich auch langsam wie ein Patient, muss ich ja ehrlich zugeben. Kann ich mich nicht einfach fallen lassen?
Da waren gerade welche im Gang anscheinend und ich habe mich ganz unbewusst gerettet. Aber ich weiß nicht, ob ich schon rein kann. Okay, wir gehen durch. Naja, ne? Ich sag ja immer, was ich nicht sehe, tut mir nicht weh, aber ich muss an sich eigentlich gerade was sehen. Okay. Das langt mir. Und ich mache ja immer gerne die Türen zu. Dann kann von hinten auf jeden Fall nichts kommen. Das gilt eigentlich auch für dich hier. Warte mal. Ich will ja am liebsten immer alles erforschen. Ich bin halt so ein Mensch. Eigentlich nicht. Aber irgendwie in dem Spiel schon. Ich weiß auch nicht wieso. Oh, wir können das verriegeln. Und wir haben noch ein Knöpflein da. Und wo können wir uns verstecken, wenn es hart auf hart kommt? Ja, immer hier durchdacht, Kinder. Durchdacht. Da kommen wir nicht durch. Kommen wir auch nicht durch, aber da könnten wir rein theoretisch durchkommen. Hm. Kann man da runter? Irgendwo? Von irgendeiner Seite? Nein. Gut, dann wünschen wir uns selber Glück. Hopp. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Da lang. Kann ich auf ihm bleiben? Kann ich darüber? Natürlich. Das gibt's doch nicht. Jetzt komme ich da nicht durch. Ah. Was denn? Was denn? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's. Mir geht's doch nicht so gut. Ich bin auf Leichen gefallen. Finde einen anderen Weg durch die Duschen. Oh oh. Schnell Batterien nachladen. Vielleicht sehen wir das Ungetüm, da es ist. Nein, in die andere Richtung. No, 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 no! Ah, ist da! Fuck, 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 wir müssen rennen, wir müssen rennen! Oh nein, oh nein! Spring, 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 spring! Oh, scheiße, 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 Kinder! Warum rennst du nicht? Komm, die muss auf sein! Die ist auch nicht auf! Das gibt's doch nicht! Weiter geht's, weiter geht's! Nicht umdrehen, nicht umdrehen! Einfach rüberspringen! Oh, fuck, 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 irgendwo muss was auf sein! Scheiß Kamera weg! Du hast mich nicht erschreckt, Alter. Sind das jetzt die Duschen? Alter, Kinder. Boah, ja, ich glaube, ihr habt meine Panik gesehen, oder? Ganz langsam. Thank you.
ich glaub dir, dass du Hilfe brauchst. Er hier auch, sag ich doch. Danke. Ihm geht's gut, ihm geht's gut. Oh, seriously, und da muss ich jetzt lang? Oh, was wird jetzt bloß kommen? Eine Hand von hinten? Oh, wir haben es geschafft. Nice one. Da haben wir eine Date. Ne? Er versteckt sich da zwar schon. Ja, ja. Bin doch ganz lieb. Ne? Ach du Scheiße. Dr. Rudolf G. Warnecke, Alter 90, verstarb am 28.19. in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland. Aber nicht München. Doch, München ist auch nett, glaube ich. Und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Kenne ich nicht. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wandte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernick in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie, toll, und der Pflege seiner Katzen widmete. Deutsche. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich auf dem Wohltätigkeitsprojekt der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernick als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Also ich glaube nicht, dass dieser Typ so menschenfreundlich war. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen bei diesem Spiel. Aber wir kommen da natürlich nicht durch, war ja klar. Da auch nicht, also Kinder, würde ich sagen, ab nach oben. Oh, yeah, yeah. Guck mal, da haben wir Batterien für sein Radio. Hat er aber nicht benutzt, dieser Idiot. Kann ich aber gut gebrauchen. Oh, kenn das. So, gehen wir weiter. Einfach weiter. Immer der Nase nach. Ah! Wer war das da eben? Wer hat mir eine gepfeffert? Hey, ja. Hast du mir eine gepfeffert, Freundchen? Ich glaube, der hat mir eine gepfeffert. Alter, er hat mir eine gepfeffert. Ich würde sie ja gern irgendwo runter schubsen. Aber leider geht das nicht. Geh weiter! Hier ist doch niemand! Husch, husch! Was? Das ist doch ein Bug! Blöder Stalker. Soll ich jetzt rausgehen? Ich weiß es nicht. Kaka! Kaka, geh weg! Okay, ich gehe einfach mal weiter. So. Ja, 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 ja. Aua. Laufen, 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 laufen. Alter, hat der einen an der Klatsche. Jetzt kommt von hinten was.
Ja, guck mal, wir sind Spider-Man. Ja, amazing. Ich wusste, irgendwann musst du sowas machen. Na, wen haben wir da denn? Hallo. Hallo. Na? Ja, ja. Ich bin doch ganz lieb. Ich weiß gar nicht, was die immer haben. Wie war das? Folge immer dem Blut. Mache ich gleich. Erstmal ein bisschen erkunden hier. Okay, da gehe ich. Stimmt nicht, war der gut. Dann geht's hier runter, Kinder. Okay. Hallo? Oh, ist das düster. Welchen Weg nehmen wir? Den? Oder den? Ach, der ist beleuchtet. Komm. Aber nicht ausrutschen, mein Guter. Wall Rider steht da drauf. Und dieses Zeichen wieder. Ah, das sind die Duschkabinen. Dann gehen wir mal rein da. So, ich hoffe, wir sind hier jetzt ein bisschen sicherer, obwohl ja sehr viele Entflohene da auch reingesprungen sind. Aber was willst du machen, ne? Außer den YOLO-Mode kannst du nichts machen. Aber die Musik baut sich langsam wieder sehr schön auf. Gefällt mir. Oh, das Spiel hat sich zusammen... Ah, doch nicht. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Was? Na, wir sind bestimmt da lang, ne? Ich gucke erstmal, ob es hier irgendwo eine Batterie gibt. Oder? Nein, wir nehmen den hellen Weg. Da hockt einer. Da ist was eingestürzt. Alles cool, Kumpel. Ich tue dir nichts. Oh, ja, der Weg sieht gut aus. Ja. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ist das Tageslicht? Nee, ganz bestimmt nicht. Wir nehmen mal hier die verschleierten Wege. Den vertraue ich ein bisschen mehr. Ah, siehst du, speichert schon.